Hallo, mein Name ist Christian Petermeier. Ich habe mich vor etwas über 2 Jahren dazu entschieden, bei mir einen Whirlpool zu installieren. Ich hatte davor einen aufblasbaren Whirlpool und dann festgestellt, das ist mir zu teuer. Und da bin ich auf Whirlpool Gugemos aufmerksam geworden. Da haben wir darüber geredet und da habe ich auch gleich gemeint, ja, wenn wir schon dabei sind, weil mich das Thema interessiert, können wir auch ein bisschen was an Messtechnik installieren, damit wir eben auch handfeste Daten kriegen. Die habe ich dann jetzt über ein Jahr lang gesammelt. Auch wenn man, ich sag's mal, nur saisonal den Pool nutzt, gerade im Sommer ist es wirklich extrem. Die Wärmepumpe, die heizt den Pool innerhalb von einer halben Stunde. Das sind Stromkosten von 20 Cent pro Tag, die man nur mit der Wärmepumpe zum Heizen benötigt. Also schlussendlich kann man sagen, durch die Installation von der Wärmepumpe spart man sich wirklich sehr viel Stromkosten zur Beheizung vom Pool. Und es gibt im Prinzip außer die etwas umfangreichere Installation keine Nachteile in dem Sinne.